Philipp Kucher, Gesundheitssprecher SPÖ, ist am Wort. Kolleginnen und Kollegen, ich bin ein bisschen positiver, Kollege Wurm. Also danke, dass du dich dem Thema Impfen zunehmend positiv näherst. Man merkt, dass die Debatten eine gewisse Wirkung entfalten und du zunehmend auch von der Wirksamkeit der Impfungen überzeugt bist. Und scheinbar hast du jetzt dich diesem Thema zunehmend auch kritisch genähert und der Zweifel, der einzige, der noch bleibt, nach deinen Recherchen, ist jetzt, ob die Ärztinnen und Ärzte wohl das richtig machen, ob die das wohl können mit den Impfen. Und da bist du irgendwie unsicher, weil du im Internet recherchiert hast und draufgekommen bist, dass da in einem Forum diskutiert worden ist. Jetzt dazu vielleicht nur zwei, drei andere Regelungen. Man könnte das auf kurzem Wege auch mit dem Hausarzt klären, wäre eine Variante. Die zweite Frage ist natürlich, ob man alles das, was uns interessiert, gleich über den Weg einer parlamentarischen Anfrage hier im Parlament auch diskutieren müssen und da Gesundheitsminister Auskunft geben muss. Ich bin nicht immer sozusagen uneingeschränkt seiner Meinung, aber es sollte ja eigentlich um andere Dinge kümmern. So geht es natürlich nicht, dass man jede Frage, die irgendwo auftaucht, im Internet dann gleich irgendwie als Anfrage einbringen, weil das nächste schaue ich am Abend im Fernsehen irgendeinen Kriegsfilm an und fragt dann die Frau Bundesministerin Danner, warum haben denn wir eigentlich in Österreich keine U-Boote? Also so geht es halt auch nicht. Es gibt schon Dinge, die man durchaus auch selber recherchieren könnte. Ich möchte positiv formulieren, wenn es nur wirklich Interesse war, ist es gut, dann kann man darüber reden. Wenn es der Versuch einer Panikmache ist, dann ist das natürlich nicht fair, weil das tut man nicht. So erzählen, dass die Ärztinnen und Ärzte nicht wissen, wie man impft, das muss ja nicht sein. Und ich möchte gar nicht darauf eingehen, wenn man einfach sich die Mühe gemacht hätte und kurz auch gegoogelt hätte, da gibt es zum Beispiel die Erklärung auch der STIKO in Deutschland, basierend auf den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes, und die schreiben dann, warum hat die STIKO empfohlen, auf eine Aspiration bei der Injektion von Impfstoffen zu verzichten. Genau das ist es, was dich interessiert. Findet man, wenn man es eingibt im Internet, das heißt, ich schwöre dir, es ist klasse, brauchst nur auf Google einmal eingeben, innerhalb von 30 Sekunden ist alles beantwortet, da muss man nicht Anfragen einbringen, da muss man nicht ewig diskutieren, also es geht relativ rasch. Und kurz zusammengefasst, was sagt das Internet dazu und die STIKO in Deutschland? Es geht darum, dass das Ganze schmerzfrei funktioniert. Und sie haben gesagt, da dürfte es international durchaus auch Menschen gegeben haben, die sich damit beschäftigen und die geschaut haben, kann man nicht die Impfungen noch besser machen? Schmerzfreier zum Beispiel. Und wie kann man das Ganze evidenzbasiert weiterentwickeln? Und die sind draufgekommen, dass die Blutgefäße an den Körperstellen, die für die Injektion von Impfstoffen empfohlen sind und in Reichweite der Nadel liegen, die sind zu klein, um eine versehentliche intravenöse Gabe zu ermöglichen. Berichte über Verletzungen von Patienten aufgrund unterlassener Aspiration, die gibt es nicht. Also danke noch einmal für den Versuch. Wenn wir es positiv formulieren, freut mich deine Entwicklungskurve vom Impfkritiker zum Impfbefürworter. Jetzt hast du nur noch Angst vor den Spritzen. Das kriegen wir auch noch miteinander hin. Aber danke für die spannende Debatte. So Philipp Kucher von der SPÖ.